Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge in Waffen von den Team Fortress 2. Ich spiele heute als Professor Engineer oder kurz Professor Engie. Ja, wir haben heute die Pompsen dabei, sind auf SD Doomsday, werfen ein paar Sentries herum, diese kleinen Mini-Sentries hier, voll süß. Und haben eigentlich noch eine dritte Waffe dabei, die werde ich aber kaum noch benutzen. Und werde mal versuchen, den Demo erstmal zu töten hier mit seinem komischen Schwert. Verdammt, geht nicht. Ja, Spice hat meine Sentry. Und ich habe eine lange Zeit keinen Waffenfun mehr gemacht. Ihr wisst ja, ich hatte meinen Computer eine Zeit lang nicht. Beziehungsweise ich hatte ihn zwar, aber keine Grafikkarte. Und ohne Grafikkarte kann man kaum spielen. Denn diese Mainboard-Grafikkarte, die ich habe, die ist ziemlich schlecht. Ja, so. Hinter mir ist ein... Boah, ich dachte, du wärst ein Spion, ey. Oh mein Gott, wieso schleicht er sich denn so von hinten an? Und jetzt der Soldier, komm. Den ersten Kill muss ich doch jetzt endlich mal machen können. Ja, geht doch. Okay, ja, ich muss echt wieder ein bisschen Team Fortress üben, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich bin richtig scheiße geworden. Ich habe ein bisschen wieder gespielt, auch mit euch, habe letztens ist ein Spion. Ich habe letztens wieder so eine kleine Event-Ankündigung gemacht und nicht vergessen, Leute, immer wieder schön bei Steam schauen, wenn ihr mit mir spielen wollt, dann mache ich meistens eine kleine Ankündigung. Moment. So, sorry, ich musste kurz meine Kopfhörer ein bisschen leiser stellen, denn es war ziemlich laut. So. Der Herr wieder unten, den versuchen wir mal von hinten zu sneaken. So. Eins, zwei. Ach, ich schaff's nicht. Ich muss abhauen. Aber er ist wenigstens noch gestorben. So, jetzt versuchen wir die ganzen Leute zu töten. Ah, der Spy ist schlau. Komm hier. Komm hier. Nein, wo ist er hin? Nein! Ich hasse es, wenn sie weglaufen und sich unsichtbar machen. Man weiß nie, wo sie hinlaufen. Ah, das kleine Sneaky. Ah, da hinten ist er, ja. Kriege ich ihn noch? Oh Gott. Das Coole an der Pompsen ist ja, die klaut Medics ihren Über und klaut Spice ihren Unsichtbarkeitsding. Aber irgendwie klappt das momentan überhaupt nicht. Und wie ich den getötet habe, weiß ich auch nicht. Ja. Ihr könnt ja oben rechts sehen, ich bin der Professor Engineer. Ab sofort nenne ich jetzt auch immer mich um. Also wenn mein Bruder spielt, dann nennt er sich YOLO Spec Scout. Und wenn ich Waffenfun spiele, nenne ich mich in die dementsprechende Klasse. Haben mich schon mehrere Leute angesprochen, wieso ich mich Professor Engie nenne. Ja, weil ich spiele, ist es nicht das einzigste Gameplay hier. Läuft jetzt momentan relativ gut. Also ich habe hier schon 4-5 Mal gespielt. Also nicht auf dem Server, auf anderen Servern. Und es lief nur scheiße. Das war richtig blöd. Ja, wir haben gewonnen. Ich würde sagen, spontan noch eine zweite Runde. Und wir waren jetzt sogar erster Platz. Also dann mal ab in die nächste Runde. Bis gleich. So, neue Runde, neues Glück. Und wir haben wieder ein paar Spice hier. Ich bin immer noch der Professor Engineer und werde ein paar Leute töten. Oh Gott. Ja, falls die einen oder anderen es noch nicht hier wussten, also dieses Video ist ja momentan ein bisschen aktuell. Ich mache ein Event am Freitag. Wie heißt das? Spycrap-Event, genau. Erstmal den Sniper da oben töten. Warum bewegt er sich nicht? Ah, jetzt bewegt er sich. Den 6. glaube ich, ist das. Um 6 Uhr auf meinem Party-Server, der ist wieder online. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann erstmal den Heavy töten. Hat er mich gesehen? Ich glaube schon, ja. Ich bin hier. Ich bin hinter dir. Jetzt wieder auf der anderen Seite. Nein. Das ist ein kleiner Sneaky. So. Wie habe ich den jetzt getötet? So ziemlich scheiße. Ja, also wie gesagt, Spycrap Event am Freitag. Wir können alle kommen. Der Server hat, glaube ich, 24 Slots. TS3 Server ist auch vorhanden. Muss ich nur noch ein bisschen einrichten. Und wow, jetzt läuft es gerade bei mir. Und sonst müsst ihr natürlich neue Kommentare schreiben für dieses Waffenfun. Muss ich ein bisschen hier auf das Spiel konzentrieren. Ich komme nämlich gar nicht mehr zurecht hier. Spy, unsichtbarer Spy getötet. Auch nicht schlecht. Nee, und zwar in neuen Kommentaren, zwar als nächstes ist ja der Medic-Klasse bei Waffenfun dran, also müsst ihr einen Kommentar schreiben für den Medic, was für Waffen er haben soll, und den Heavy, Alter, wieso schießt er denn mit der Shotgun? Ein Klassenkit für den, Alter, ein Klassenkit für den Medic, und, ah, hier sind viel zu viele Leute. Komm schon, stirb, danke. Ein Klassenkit für den Medic heißt, drei Waffen aussuchen, Melee, Primary und Secondary Weapon und natürlich einen Namen für den Medic, und den werde ich dann in der nächsten Folge dran nehmen. Wie gesagt, ich lose das aus. Ich hätte sogar eigentlich ein ganz anderes Waffenkit genommen, irgendwie Baum-Medic. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der hieß, aber da war irgendwie eine Waffe dabei, die hieß Stock. Und Stock, weiß ich nicht, was soll das sein? Was bedeutet Stock? Hat der Engineer einen Stock als Waffe? Ich weiß es nicht.
Oh, er hat meine Mini-Sandy zerstört. Wieso erwische ich den nicht? Ah, komm her, du mit deinem Ghostly Gibus hier. Oh, Klappzylinder. Das sind diese Klappzylinder-Fähigkeiten. Man trefft die Leute nie. Okay. Da oben ist jetzt ein Heavy. Diesmal schießt er nicht mit seiner Shotgun. Wäre auch ziemlich erbärmlich irgendwie. Und, ja. So schlecht läuft's ja gar nicht. Wenn ihr wüsstet, wie scheiße ich davor gespielt habe auf den anderen Servern. Ich war immer so schlecht. Ich war zwar immer erster Platz, aber bin jeden zweiten Kill bin ich gestorben. Und jetzt bin ich bis jetzt noch gar nicht gestorben. Wo kam der Pfeil jetzt her? Wo war das? Da hinten, oder? Da, wo das Intelligence liegt. Ah, der ist gestorben. Okay. Ja. Ganz cool. Ah, ich habe wieder Bock, ein paar Commentaries zu machen. Sorry. Nein, komm her! Komm her! Jetzt komm halt her. Oh Gott! Das war jetzt cool. Darauf gibt's erstmal einen Taunt. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Ich mach dieses Video auch um 23 Uhr nachts und ich schlafe kaum. Ja. Oh Gott. Wie gesagt, ich wollte eigentlich wieder Commentaries machen, aber das funktioniert momentan nicht. Ich will euch ein bisschen von dieser Klasse erzählen, und zwar mit den Mini-Sentries. Mini-Sentries sind ziemlich asozial in Team Fortress. Also heißt, du schmeißt diese Mini-Sentry irgendwo hin und die hält total viel aus für eine Sentry. Während sie sich aufbaut, kann ein Gegner mit einer Melee-Waffe dreimal draufschlagen und sie geht nicht kaputt. Obwohl sie eigentlich nur zwei Schläge aushält, wenn sie fertig gebaut ist. Wo ist der Sinn? Naja, wie gesagt, Mini-Sentries hinschmeißen und dann mit der Pompsen draufschießen, vor allem auf Spies und auf Medics achten, denn die kannst du ja ziemlich schwächen, vor allem die Medics. Wenn jetzt so ein Medic mit 90 über hat, oh Gott, ich muss hier aufpassen, dann einfach draufhauen, also einmal draufschießen, dann hat er, glaube ich, 20% weniger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr Team Fortress gespielt. Ihr wisst ja warum. Und jetzt hat einmal den Snap hier oben töten. Nein! Was? Oh Gott! Und es ist vielleicht ein von euch aufgefallen, mein Team Fortress auf Deutsch. Und es ist schrecklich. Es ist mir gerade aufgefallen. Ich habe aber. Wollte einfach nicht mal neu starten und die englischen Sounds downloaden. Und ich habe auch noch mein. Nicht drauf. Und. Uncut Patch ist noch nicht drauf. Alles ist scheiße. Und ich kriege Punkte für nichts tun. Und der kann jetzt langsam mal hier capturen. Denn er hier die Rakete schon offen. Also mal los bitte. Und wann gewinnen wir endlich? So. Wurde langsam auch mal Zeit, ne? Gut, Leute. Kommentare schreiben nicht vergessen. Und dann sage ich tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ihn Warfin von den Team Fortress. Diesmal der Medic, ne? Nicht vergessen. Alles in die Beschreibung. Tschüss.